Ja, darüber möchte ich sprechen mit dem Präsident des Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, bei mir. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wenn ich noch einmal zurückkomme auf Herrn Dulger. Er sagt, das Rentenpaket 2 wäre das teuerste Sozialgesetz des Jahrhunderts. So seine Warnung. Teilen Sie diese Kritik? Da hat er völlig recht. Wir müssen ja in die Zukunft schauen bei der Rente. Darum geht es ja. Und die Rente wird immer teurer für diejenigen, die sie finanzieren müssen. Das ist die jetzt arbeitende Generation, auch die zukünftige Generation. Deswegen ist das Paket, was die Bundesregierung jetzt aufgelegt hat, ein wahnsinnig teures Paket. Es hat keine Reform und es hat auch keine Zukunftsperspektive. Sie hatten schon vor einigen Wochen, Monaten viele Fragen in den Raum gestellt, die die Bundesregierung noch beantworten müsste. Gab es da bisher irgendwelche Nachbesserungen, Reaktionen aus der Regierung? Leider nein. Die Zahlen belegen das, was wir befürchtet haben. Man will auf der einen Seite natürlich einen Kapitalstock bilden. Der ist grundsätzlich in Ordnung. Aber würden Sie einen Dispo-Kredit jetzt aufnehmen, um in Zukunft Ihre Rente zu finanzieren? Eher nicht. Deswegen ist diese Maßnahme aus meiner Sicht nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein und finanzpolitisch sehr fragwürdig. Das Zweite ist, das Rentenniveau muss angepasst werden an die Lebensarbeitszeit, aber auch an die demografische Komponente. Das, was wir eben gehört haben, ist ja ein Blick zurück. Und die Zahlen stimmen. Die jetzige Rentnergeneration ist auf ein höheres Rentenniveau angewiesen, aber die zukünftige nicht. Und deswegen müssen wir Reformen einführen, die schlicht und ergreifend die jetzige Generation berücksichtigt. Und am Ende gehört auch zur Wahrheit, die gesetzliche Rente ist ja nur ein Baustein in der Altersvorsorge. Und dieser Baustein muss gestärkt stabilisiert werden. Aber es müssen eben mehrere Bausteine hinzugefügt werden. Wie könnten diese aussehen? Beispielsweise durch eine betriebliche Altersvorsorge, die sehr viele Menschen mittlerweile haben. Und eben auch über eine private Altersvorsorge. Wir wissen, ungefähr 12 Millionen Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Und nur 750.000 Euro, also weniger als 1 Million, haben ausschließlich Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. In der Regel haben die Menschen schon heute 2 bis 3 Rentenbezüge. Deswegen muss man ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen, wenn man jetzt von Altersarmut spricht. Die gesetzliche Rentenversicherung ist wichtig, sie muss stabilisiert werden, aber der Blick muss auch auf private Vorsorge gerichtet werden. Jetzt hören wir aber immer wieder, dass man das ganze Problem auch alleine mit der gesetzlichen Rentenversicherung irgendwie in den Griff bekommen möchte. So zumindest die Hoffnung, der Plan. Glauben Sie, dass irgendjemand allen, die jetzt gerade arbeiten und damit ja einzahlen, versprechen kann, dass, wenn Sie ins Rentenalter kommen, da noch genug da ist, dass Sie davon leben können? Die Situation ist völlig paradox. Gerade junge Menschen sehen, dass sie fast 40% ihres Lohns abgeben müssen für Sozialabgaben. Dann kommt eben noch Steuern da obendrauf. Und niemand glaubt wirklich, dass er davon im Alter, also in 20, 30 Jahren, noch profitieren wird. Deswegen haben wir an dieser Stelle auch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft. Viele Jüngere sehen es nicht mal ein, warum sie in diese umlagefinanzierte Rentenversicherung einzahlen sollen, weil ihnen natürlich auch die Beiträge fehlen für private Vorsorge. Und die Älteren haben den Eindruck, dass sie immer ärmer werden, was teilweise gar nicht stimmt. Deswegen braucht die Politik hier auch ganz klare und deutliche Aussagen, wie es weitergeht. So kann es nicht weitergehen. Auch aus dem Steuerzuschuss müssen wir über 100 Milliarden Euro jedes Jahr der Rente zuschieben. Das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Wir brauchen Reformen. Und mehrere Bausteine, um dieses Problem zu lösen. Herr Holznagel, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen.